Und damit hallo und willkommen zurück zu Graf Dukula, wie hieß er? Klaubla, Klorklula, Klorkula, mein Gott. Ja, und wir versuchen uns jetzt beim Boss der dritten Ebene, der das Reflektieren hat. Was war das nochmal? Ja, genau. Das lasse ich. Das kann man nächstes Mal nehmen. Und jetzt nehmen wir erstmal hier und den goldenen Dolch und ein paar Münzen. Wir müssen ja nämlich ein bisschen uns hochstecken. So. Der 10-mal reflektieren. Verdammt, ich wollte den Schild hier haben. Nein! Ah, das war doof. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, verdammt, der ganze Flaum. Oh Gott. Sein Reflekt ist weg. Das ist gut. Jetzt können wir volle Kanne draufhalten. Müssen wir auch. Oh, ich hab 11 Stärke. Achso, ja, jedes Mal, wenn ich Schaden genommen habe, habe ich Stärke bekommen. So, jetzt müssen wir wieder hier reingreifen. Wir können auch, ich habe auch vorhin gemerkt, wir können auch nicht greifen, fiel mir da so ein. Das war ätherisch. So. Ja, jetzt kommt natürlich wieder das. Jetzt müsste es ja um 1 runtergehen. Ja, das Problem ist, ach du Heiliger, das macht natürlich auch durch die Stärke immer mehr Schaden. Das ist jetzt blöd. Das Reflekt geht ja gar nicht runter. Ja gut, da sterbe ich dran. Also gegen... den muss man ja wirklich in kürzester Zeit töten, damit das funktioniert. Das ist ein schwieriger Boss. Das ist richtig heftig. Da muss ich mir noch was überlegen. Ebene 3, da scheitert es gerade. Aber ich fange mal mit Dolly an. Niemand weiß wirklich, woher Dolly kommt. Dolly oder Benny Bieber oder Bernie? Was kann Bernie? Erhalte eine zusätzliche Klaue um Gegenstände in dem... Oh, okay. Erhöhe Block von Holzgegenständen in einem kleinen Radius, ja. Erhöhe deine Stärke um 3 und füge dem Automaten 3 Stressballstacheln hinzu. Naja, fangen wir den mal an. Wir haben die anderen ja zur Genüge gesehen. Und was kann der jedes Mal, wenn du dir selbst Schaden zufügst, fügst du dem nächsten Feind den gleichen Schaden zu?
Lebenspunkte sind um 15% und Block wird um 50% reduziert. Okay. Das heißt, wir fügen uns jetzt selber Schaden zu. Und dann heile ich mich. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, weil ich glaube, der Schaden, den ich durch... Oh, das war ja mal schlecht, wegen der Doppelklinge. Der Schaden, den ich blocke, der zählt nicht rein. Okay, Laserpointer braucht man nicht, Plastikschild braucht man nicht. Das sind keine Gegenstände, die man brauchen kann. Das Blocken, ich weiß gar nicht, ob das, wie viel man dann erhält. Ah, nur ein Block. Ja. Klaue, die müsste man eigentlich auch mal irgendwie vergrößern können. Okay, die Rüstung kann man mehrfach nehmen. Was nur... Hä, warum gibt es immer noch nur einen Block? Ja, da, es gibt schon drei Block, das stimmt schon. Die Hälfte eben. Okay, das ist auch wieder so einer, wo mir nicht so ganz gefällt. Eigentlich braucht der den Vampir. Also der braucht das vom Vampir, wo alles, womit er Schaden macht, ihm Leben geben. Dann würde er sich, wenn nur ein Gegenstand eingesammelt wird, wird er zweimal benutzt. Okay, pingelig. So, das müsste den ersten sogar töten, weil diese Doppelklinge, das habe ich vielleicht gar nicht so richtig beachtet, die Doppelklinge, die ist hier in seinem Fall ja stark, weil die macht ja dann Doppelschaden. Okay, hoffen wir, dass die Heilung zuerst reinkommt. Ja. Das wäre natürlich... ich nehme es mal mit. Das größte Problem hier mit ihm ist, ihn einigermaßen fit zu halten. Okay, das war auch mal wieder mies. Ah, okay, aber dafür, dass es allein war... Ich kann jetzt hier... Macht er ihm dann eigentlich auch Schaden, wenn er durch den Stacheldinger... Ja. Ach, ich Depp, ich darf nicht warten. Das kriegt er ja nicht weg. Das Problem ist ja, dass der... dass es ja weiter hochstackt.
das ist aber gut, dass es so eine eine Lösung gibt. So, ja, das müsst ihr auf jeden Fall lang. So, heile 5 Lebenspunkte nach jedem Kampf. Okay, hat sich was gemacht. Erhalte 2 Stärke, wenn am Ende des Zuges kein... Ja gut, das kriegen wir nicht hin. Jedes Mal, wenn du einem Angriff ausweichst, nimmt der Angreifer 10 Schaden. Wir haben bisher keine Skills, die ausweichen können, also bleiben wir mal unverwüstlich. Und ich versuche mich mit der Pachinko-Maschine. So. Na, das war natürlich, das war absehbar, aber das ist halt extrem blöd. Warum, ich dachte, die sind auch Metall. Warum werden die nicht mitgenommen? Die liegen so blöd, das ist echt... Hä, warum werden die Klingen nicht mitgenommen? Ach, diese Doppelklingen sind echt der größte Scheiß. Du kannst die nicht packen. Hier, da, der Magnet, der nimmt sau viel mit und trotzdem hat es vorhin nicht geklappt. Ja, jetzt nimmt er einen mit, das ist... Wow, okay, das ist knapp. Okay, der macht 15 Schaden und wir können fast nichts tun, außer hoffen, dass das jetzt reicht. Puh, wir können das nicht mehr nehmen. Na, ja, der Dolch ist okay. Aber jetzt bin ich doch so gut wie am Ende, oder? Ja, ich krieg auch die Heilung hier nicht. Ja. Ja, der ist nichts für mich. Den mag ich jetzt schon nicht. Du musst dich selbst verletzen, damit da was geht. Dann nehmen wir mal Benny Bieber. Moment, was kann der? Du startest jeden Kampf mit einem Bieberdamm und 4. Verwende Holzgegenstände, um deinen Block und deinen Wert deiner Stärke zu erhöhen. Du erhältst 1 Stärke jedes Mal, wenn du Schaden nimmst. Erhöhe dauerhaft die Lebenspunkte um 3, wenn er im Kampf überlebt. Okay, man hat weniger Lebenspunkte, aber wir bauen einen Damm. Okay, jetzt mal sehen, was haben wir. Der Damm. Okay, ich glaube, der Damm wird immer stärker. Gott, das ist ein schlechter Griff, aber wir...
Also es ist auch wieder so, dass der Biberdamm den Block bekommt und nicht er. Okay, hier ist Wasser super. Weil dann hat man ja direkt eine Trennung. So. Jetzt muss man halt den ganzen Pflaum und die ganze Rüstung rausschwemmen. Nein, bleibt hier! Ja, das ist leider der Nachteil an dem Wasser. Man kommt nicht mehr so gut an die Waffen ran. Wir haben halt sehr viel Holz. Was verwende Holz, um seinen Block, um den Wert deiner Stärke zu erhöhen? Du hast eine Stärke jedes Mal, wenn er Schaden nimmt. Ach so, ich glaube, dann spiele ich das gerade falsch. Der muss ab und zu Schaden nehmen. Damit meine Stärke erhöht wird und dann wird dessen Rüstung erhöht. Oder ich nehme den Ring der Stärke. Okay, das war schnell. Du hättest zusätzliche Perk auf dem Perkomat. Ich nehme mal das. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Ring rausziehen. Können wir den Damm eigentlich dann auch heilen? Okay, ja, wir machen 4 Schaden, das muss man leider lassen. Gift ist immer gut. Jetzt können wir eigentlich nur auf Geld hoffen. Einen Geldsegen vorbereiten. So. Das ist gut. Nämlich die wichtigen Sachen. Das ist natürlich blöd, dass wir die Rüstung erst am Ende kriegen. Okay. Wann immer du verletzt hast, wird ein Gegenstand reingeworfen. Beginnt jeden Kampf mit 3 Stärke. Oh, das ist doch. Das wird ja ganz spannend. Mit dem können wir was anfangen. So, das müsste sogar genug Rüstung jetzt sein. So, jetzt kann ich schauen, dass ich aggressiv werde. Da, das Gift haben wir gefunden.
Warum werden die jetzt... Achso, die. Das ist auch gut. Das ist einfach rübergesprungen. So, jetzt können wir gucken. Wow. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt haben wir schon drei Stück, die da hochspringen können. Das wird ein Endloskampf. Ich finde die Fähigkeit von diesem Geist sehr toll. In die andere Richtung meine geisterhaften... Gegenstände. Fand ich sehr cool. Also mehr Schilde brauche ich nicht. Ich würde sogar eher so ein Schwert nehmen, weil mir fehlen halt die Angriffsmöglichkeiten. So. Der hat so viel Stärke schon. Wir sind bei 9 Stärke und da brauchen wir gar nicht so viel gucken. Ich glaube, wir können ihn vielleicht sogar jetzt erledigen. Die machen doch. Ja. Der ist halt. Der wird halt extrem stark. Die übliche Midas-Hand. Und ein Metallschild. Ja, das kann man spielen eigentlich. Ja, das ist okay, aber ach, die Midas-Hand ist gar nicht drin. Ich muss mal gucken, dass ich was rauswerfe. Vielleicht die Metallschilde, aber nein! Ah, verdammt. Hat aber noch gepasst. Das müsste genug Rüstung sein. Der Damm nimmt nicht genug Schaden. Ich bin da einfach zu gut darin, zu verhindern, dass der Damm Schaden nimmt. So, nochmal meine Stärke erhöht. Das ist... Okay, jetzt hat der Damm Schaden genommen. Das ist nicht gut. Heilt man den auch? Ah ja, man heilt den mit den Holzteilen auch gleichzeitig. Das wusste ich jetzt nicht. Das sollte genügend sein. Ich meine, wir haben 14 Stärke. Oh ja, und ich sehe gerade auf der Uhr, wir müssen den Kampf mal beenden.
Das sollte genügen. 19 mit jedem, ey, das ist halt. Ah ja, eine Early Kreditkarte. Wie viel Stärke habe ich denn jetzt? Klauen, Belohnung aus dem Perkomat. Okay, das werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Bisher gefällt mir der Beaver, geht eigentlich. Also der ist gut spielbar. Aber mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Bis dahin. Ciao.